So, dann wollen wir den Testbereich auch mit Tests füllen. Ich habe die Bearbeitung schon mal eingeschaltet. Dann sage ich Material oder Aktivität anlegen und dann brauchen wir jetzt den Test. Auf Hinzufügen klicken. Ja, ich nenne das Ganze auch mal Test. Könnt noch eine Beschreibung hier einfügen. Und ansonsten brauche ich hier eigentlich nichts mehr machen. Ich könnte eigentlich gleich speichern und anzeigen draufklicken. Oder was natürlich auch geht, ist einen IP-Bereich einzugeben, wenn man möchte, dass der Kurs nur in der Schule, wo es einen bestimmten IP-Bereich gibt, aufrufbar ist. Dann kann man also hier die IP-Adresse hier angeben und ich könnte sogar noch sagen, der Test soll nicht offline in der mobilen App erlaubt sein. Das ist schon standardmäßig eingestellt, so dass man praktisch, wenn man jetzt eine Zeit für den Test eingibt, dass man nicht nebenbei die Lösungen recherchieren kann. Gut, speichern und anzeigen. Der Test ist jetzt angelegt, allerdings sind noch keine Fragen da drin. Dazu klickt man auf Testinhalt bearbeiten. Und ja, jetzt geht es darum, Fragen hinzuzufügen. Also hier hinzufügen, Frage hinzufügen. Und ja, ich fange mal mit dem einfachsten an, der Freitext sagt hinzufügen. Genau. Ja, dann kann man also hier gleich hergehen. Wie schreibt man das Datum laut DIN richtig? Also kann ich hier sagen Datumsangabe. Datumsangabe. So, und damit hat sich's auch schon. Beim Freitext ist so, dass man also die ganzen Eingaben dann später bei der Bewertung extra öffnen muss. Und dann selber entscheidet, gibt es dafür Punkte oder nicht. Das nächste, was wir uns anschauen, ist dann die Kurzantwort. Da ist praktisch schon eine Antwort hinterlegt und das machen wir jetzt gleich. So, hier brauchen wir auch nichts mehr einstellen. Ich könnte mal den Modus hier reduzieren, weniger Einstellungen. Also Datumsangabe, wie schreibt man denn das Datum laut DIN 5008 richtig? Kann noch hier eingeben, wie viele Punkte die Antwort wert ist. Dann sage ich Änderung speichern. So, und jetzt habe ich hier die erste Frage. Also so ist das Ganze aufgebaut. Pro Frage wird hier dann praktisch ein Abschnitt angelegt. Den kann ich natürlich im Nachhinein auch noch bearbeiten. Und jetzt kommt die nächste Möglichkeit. Also das eine war der Freitext und das nächste, was wir jetzt machen, ist die Kurzantwort. Natürlich auch wieder was vorbereitet. Und hier haben wir natürlich jetzt eine andere Möglichkeit der Bewertung. Also hier geht es wieder um Datumsangaben. Hier ist der Fragetext. Bepunktung. Ja. Und das war es jetzt eigentlich schon. Jetzt hätte man noch die Möglichkeit der verschiedenen Antwortmöglichkeiten. Also wenn jetzt der Schüler das Datum richtig schreibt, also das war der 1.3.2020, es muss natürlich zu 100% übereinstimmen und dann kann ich da ein Feedback erstellen. Gut gemacht. Und ja, die anderen Sachen, die lasse ich hier mal aus. Dann soll ich erinnern und speichern. So, jetzt habe ich diese beiden Abschnitte. Hier kann ich sagen speichern. Und ja, jetzt schauen wir uns das mal an, wenn ich die Rolle wechsle auf Schüler. Weiter. Dann sehe ich als Schüler jetzt das Ganze so. Ich kann jetzt hier sagen, jetzt Test durchführen.
So, in der ersten Frage, wie gesagt, ist der Freitext. Da muss ich die Antwort entsprechend selber überlegen und schreiben, je nachdem, wie ich das dann entsprechend mache, ich, auch vielleicht in einem Text. Und wenn ich jetzt auf nächste Seite gehe, komme ich zur nächsten Seite und man sieht hier auch ein Antwortfeld. Also, das wäre der 1.3.2020. So, und ich habe das ja vorher so eingestellt, dass man also Versuche machen kann. Dann sage ich also Versuch beenden als Schüler. Und wenn ich sage, okay, ich bin mir sicher, das, was ich eingestellt habe, reingeschrieben habe, das ist bestimmt besser. Ansonsten könnte ich nochmal sagen, zurück zum Versuch. Dann klicke ich auf Abgabe. So. Und ich kann jetzt hier nochmal meine Antworten sehen. Und hier, da muss ich praktisch als Schüler darauf warten, bis angeschaut wurde. Im Gegensatz hierzu, da habe ich schon mal eine Rückmeldung, wenn also der Schüler genau das hier als Antwortmöglichkeit eingibt, dann hat er auch hier schon mal ein Häkchen dran. Dann sage ich noch Überprüfung beenden. Und ich kann jetzt hier zur Ausgangsrolle zurückgehen. Jetzt bin ich wieder praktisch als Lehrer drin. Ich schalte mal die Beantwortung hier aus, die Bearbeitung. So, und dann kann ich als Lehrer natürlich auch sagen, ich möchte jetzt das mal überprüfen. Dann sehe ich also hier die Antwort auf meine Frage. Und ich kann jetzt das entweder kommentieren oder mit Punkte überschreiben. Also wenn ich jetzt hier draufklicke, geht ein neues Fenster auf. So, ich kann einen Kommentar abgeben. Gut gemacht. Ich kann einen Punkt hergeben. Dann klicke ich hier auf Speichern. Dann geht das Fenster wieder zu. Und ich sehe hier praktisch diesen Antwort- und Bewertungsverlauf und habe hier auch entsprechend jetzt die Punkte hergegeben. Währenddessen hier, da sehe ich ja gleich, die Antwort ist richtig. Da hat der Computer das automatisch bewertet. Also wenn es zu 100%, die Antwort zu 100% übereingestimmt hat, dann hat er hier also gleich einen Punkt vergeben. Dann sage ich jetzt Überprüfung beenden. Und insgesamt kamen bei dem Test jetzt praktisch 2 Punkte raus. Okay.